Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom dicken Igel aus Hack, Mad Eagle Dynasty. Ich guck mal, was ich diese Folge so mache. Wir können ja nicht so viel machen, weil wir müssen was freischalten, ne? Aber wir gucken trotzdem mal, vielleicht können wir ein paar Quests noch machen und so. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. Erstmal werde ich, glaube ich, schlafen gehen, weil wir haben jetzt schon wieder... Wir sind schon wieder am Abend, am ersten Abend im Winter. Achso, ich muss mal was trinken. Stimmt, deshalb bin ich rausgegangen. Und ja, natürlich schneit es. Wenn wir jetzt Glück haben, ist uns wieder kalt. kann ich mir vorstellen, dass es gleich kommt. Guck auch gleich mal in die Verwaltung. Vielleicht haben wir wieder Häuser, die wir reparieren müssen. Aber sieht erstmal nicht so aus. Das ist ganz gut so. Haben wir wieder Leute, die wir vielleicht keinen Job haben? Nee. Alle haben einen Job. Ein paar sind noch schwanger. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Übrigens, meine Freunde, habe ich euch ja versprochen, dass ich raussuche, wie lange mein letzter Bronzehammer gehalten hat. Und ich habe es in der letzten Folge einfach vergessen. Ich hätte es gemacht, aber ich habe es einfach vergessen. Es war nicht meine Absicht. Ich schwöre. Aber ich habe natürlich eine ausgezeichnete Community und eine Zuschauerin hat mir erstmal vorgeworfen, dass ich das nicht gemacht habe. Und aber trotzdem gleichzeitig rausgesucht, wie lange hat dann wirklich mein Bronzehammer gehalten? Und zwar habe ich den in Folge 11 bekommen. Folge 11, die schlimmste Quest. Und er hat bis Folge 43 gehalten. Also 32 Folgen hat er tatsächlich gehalten, dieser Bronzehammer. Unglaubliche 32 Folgen. Ist das nicht was? Also überlegt euch mal, wie viel wir gebaut haben mit diesen 32 Folgen. Und ich bedanke mich natürlich für die akribische Arbeit zum Raussuchen dieses Fakts. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Aber sehr, sehr nice, dass ihr das tatsächlich, oder dass sie das tatsächlich rausgesucht hat. Krass. Finde ich gut. Könnt ihr hier drüben den Zaun noch fertig bauen? Dafür brauche ich eigentlich nur Bretter. Gucken wir mal, 170 Holzstämme haben wir gerade, ja. Ich mache mal ein paar Bretter. Ich habe auch den Tipp bekommen, die Komposthaufen mit Pilzen zu füttern aus der Kräuterhütte. In der haben wir ja bis jetzt noch keinen Menschen drin. Ich weiß gar nicht, was das für eine Arbeit ist, die wir da brauchen. Also für eine Art von Arbeit. Aber das können wir natürlich machen. Ist natürlich immer die Sache. Ich glaube, es gibt nur im Herbst so richtig viele Pilze, ne? Also es ist auch wieder so eine Herbst-zu-Winter-Geschichte, wo wir da aus dem Kompost was fördern. Ja. Aber können wir ja gerne mal probieren. Wir brauchen nur jemanden, der in der Kräuterhütte arbeitet. So, Lattenzaun ist fertig. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt hier mit diesen Toren. Ich hab's irgendwie habe ich es lieber, dass dieser Eingang zu den Gärten der Hütten oder überhaupt zu dem Weg der Hütten, dass da einfach nichts ist. Statt so einem Zaun. Irgendwie finde ich den, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber unser Kupferwerkzeug läuft auch mittlerweile, ne? Wir haben schon zwei Kupferhacken, zwei Kupferhämmer, drei Kupfermesser, vier Kupfersicheln. Läuft langsam. Also klar, wir haben noch unglaublich viele Steinwerkzeuge und so. Die müssen auch erstmal verbraucht werden. Alter, bei den Schafen ist es auch völlig undurchsichtig hier. Wie viele Schafe wir einfach haben? 18 Stück. 18 Stück. Hengstfohlen? Haben wir wieder neues? Ach so, stimmt, das braune, ne? Ah, ja. Ja, ist auch hübsch, aber irgendwie würde ich sagen, verkaufen wir das, wenn das soweit ist. Exhausting. Who told you that? Ich mache mal nochmal eine kleine Kaki-Runde. Wir sehen uns gleich, wenn ich den Dünger gemacht habe.
Bin jetzt auch gespannt, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gemacht, wie viel haben wir denn jetzt im Pferch bei den Schafen. Aber ich bin auch der Meinung, dass, wie ihr auch schon in den Kommentaren gesagt habt, dass nur erwachsene Schafe wirklich Dung produzieren. Und die Kleinen einfach noch nicht. Also das ist dann wahrscheinlich wie mit den wie mit der Wolle. Die Kleinen produzieren ja auch noch keine Wolle. Beziehungsweise denen will ich einfach nicht die Wolle wegnehmen, weil die wahrscheinlich dann frieren. Aber ist doch okay, was hier drin ist. 200%. Hier vorne sind 40. Völlig in Ordnung. Wir haben 288 Dünger. Okay. Jetzt haben wir 335. Es reicht eine Weile. So. Wartet mal. Wir haben ja noch diese Quest, sprich mit Stoy Slava. Irgendwie mit, weil diese Leiche da irgendwie doch keine Leiche ist oder so. Oder irgendwie sowas. Wir müssen mal ins Flussdorf. Ins Seedorf. Wie auch immer. Das Dorf am Wasser. Ist nur die Frage, wo ist mein Pferd? Da. Boah. Okay, Tür rastet aus. Übrigens, gestern kam die erste Folge hier auf dem Kanal von Enshrouded raus. Kann ich wirklich nur empfehlen. Habt ihr es schon gesehen? Guckt es euch auf jeden Fall an. Unglaublich gutes und unglaublich schönes Survival-Crafting-Spiel. Auch sehr viel Adventure dabei. Also, es ist ein kleines Dark Souls, sage ich mal. Also, recht anspruchsvoll vom Kampfverhalten. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Es ist wirklich schön geworden. Oh, 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 schaffe ich das mit dem Pferd? Ah! Oh! Fast Half-Life. Ich mache noch das Pferd kaputt. Irgendwann ist es soweit. Dann ist das Pferd im Arsch. Aber wir züchten ja immer nur wieder nach und... Es sollte reichen. So, wo ist denn jetzt hier unser Questgeber? Bleiben Sie bitte stehen. Hallo. Verhaftung. Hast du überprüft, ob er atmet? Ja, habe ich. Ich habe ihm sogar eine Ohrfeige gegeben, aber er hat nicht reagiert. Es war so kalt. Er war so kalt. Vielleicht haben sich seine Schauspielkünste verbessert. Hoffentlich ist es das. Seufzt, ich werde nachsehen. Oh, ich habe dir saure Milch versprochen. Hier, nimm. Danke, ich überprüfe noch einmal unsere Leiche. Einmal mit saurer Milch. Was soll ich denn damit? Kann ich daraus irgendwas machen? Untersuche Leiche. Jetzt sollen wir nochmal dahin. Was macht man denn aus saurer Milch? Also, ich kenne saure Sahne. Aber saure Milch? Ist das das gleiche? Nee. Sahne ist ja fetthaltiger als Milch. Keine Ahnung. Vielleicht kocht man daraus irgendwas. Aber wie stellt man das denn her? Wisst ihr, was ich meine? Das wäre interessant. Oh. Jetzt liegen ja auf einmal zwei? Wollen die mich eigentlich komplett verarschen? Milton, ansprechen. Diese Person ist im Moment nicht daran interessiert, mit dir zu sprechen. Aber warum liegt der da? Aufgewacht, ich bin es nur. Kannst aufhören, dich totzustellen. Stille, sieh genauer hin. Der Mann atmet nicht und er hatte keinen spürbaren Puls. Versuche, die Todesursache herauszufinden. Dein Blick bleibt an einem Haufen Beeren hängen. Unter ihnen bemerkst du Tollkirschen. Es sieht aus, als hätte er sie verwendet, um seine Lippen und sein Gesicht zu bemalen. Das geschieht, wenn man mit dem Tod spielt. Aha, geh weg. Aber warum liegt jetzt hier noch jemand? Warum liegt jetzt hier noch jemand? Hä? Und warum ist es überhaupt nicht relevant, dass der da liegt? Warum kann ich nicht mit ihm sprechen? Anscheinend lebt er noch, aber diese Person ist im Moment nicht daran interessiert, mit dir zu sprechen. Was? Okay, ich suche nach Möglichkeiten, Oxbow zu einem besseren... Bla. Haben wir jetzt die Quest abgeschlossen? Anscheinend schon. Wir haben keine Quest mehr. Was? Hä? Ich verstehe es nicht. Es sind einfach zwei Leichen geworden. Alter! Das gebratene Fleisch hat noch 3,1% Zustand.
Davon sollte ich nicht zu viel essen. Bin jetzt schon vergiftet, hoch 10. Krass. Wollen wir gleich mal gucken, was hier noch für eine Quest für uns auf uns lauert? Guten Tag. Bronimir. Ich spüre, dass es etwas gibt, das, über das du mit mir reden möchtest. Habe ich recht? Du bist sehr aufmerksam. Ich brauche Hilfe bei einer etwas heiklen Angelegenheit. Übrigens, lese ich mir jetzt die Quests auch durch und ich lese die für euch vor, weil ich gemerkt habe, das ist wichtig und da kann man noch ein bisschen Reputation rausziehen. Das habt ihr, beziehungsweise das habt ihr mir einfach geschrieben in den Kommentaren, dass es für manche Quests ein bisschen mehr Reputation gibt, wenn man einfach ein bisschen liest und die Antwort ein bisschen logisch auswählt. Darum, ja. Du hast das Vertrauen der Leute hier gewonnen. Sie sehen dich als jemanden, der hilfsbereit und zuvorkommend ist. Das reicht mir, um diese wichtige Aufgabe anzuvertrauen. Keine große Sache, ich helfe immer gerne. Ich wusste, du wirst deinem Ruf gerecht. Diese Angelegenheit hat uns viele schlaflose Nächte gekostet. Und glaub mir, in Ostoria passiert das selten. Zuhören. Die Wahl für unseren neuen Dorfvorsteher soll bald abgehalten werden. Ich selbst diene dafür als Zeremonienmeister, der dafür sorgen soll, dass alles nach Plan verläuft. Dieses Ereignis ist von besonderer großer Bedeutung. Denn zum ersten Mal haben wir zwei Bewerber auf diesen Posten. Ist das nicht eigentlich die Wahl? Ist das nicht eigentlich, wie Wahlen funktionieren? So etwas ist Zeit meines Lebens noch nicht vorgekommen. Es weckt bereits jetzt großes Interesse unter den Dorfbewohnern und ich selbst bin ebenso aufgeregt wie sie. Es gibt nur ein kleines Problem, das unsere Vorbereitung stört. Was? Wenn du gestattest, würde ich dir die Einzelheiten lieber in einem weniger öffentlichen Ort erläutern. Würdest du mir folgen? Ich bin auf dem Weg zu meinem Bruder, dem derzeitigen Vorsteher unseres friedlichen Rückzugsortes. Ich bin gespannt. So. Machen wir gleich erstmal hier Quest verfolgen und so. Folge Bromil zu seinem... Alter, wir kriegen 300 Dynastie dafür. Also wir folgen ihm. Ah, das ist tatsächlich auch eine Folgequest. Das heißt, der läuft nicht weiter, wenn wir nicht weiterlaufen. Das hatte ich hier noch nie. Kennt man ja aus anderen Games, ne? So eine Folgequest, du musst jemanden verfolgen, hinterherlaufen. Oh, der rennt auch, wenn wir rennen. Oh, das ist gut. Der hat es ja eilig. Ich dachte, das war er jetzt, sein Bruder. Nee. Läuft auf diese Insel. Sprich mit Ludomir. Sei gegrüßt. Ich habe mich mit deinem Bruder unterhalten. Du wolltest mich sehen. Ah, wie ich sehe, da hat Bruno mir seine Aufgabe tadellos erfüllt. Mein jüngerer Bruder sollte jemanden finden, der ein Problem für uns lösen kann, das sich in letzter Zeit als wahrer Dorn im Auge herausgestellt hat. Als Vorsteher dieses Dorfes danke ich dir dafür, dass du diesem Ruf gefolgt bist. Ja. Diese Insel ist das Zuhause und der Rückzugsort von Müsli da. Cool, Müsli da. Dieser junge Fischer ist mein unerwarteter Kontrahent in dieser kommenden Wahl. Allerdings ist er vor einer Weile verschwunden. Er verhielt sich seltsam, verließ die Siedlung häufig, bis er gar nicht mehr zurückkehrte. Das ist doch gut. Hast halt keinen Rivalen mehr. Unsere Regeln besagen, dass nicht abgestimmt werden darf, wenn einer Kandidaten unauffindbar ist. Oh lol. Er muss entweder lebend gefunden oder tot, oder sein Tod muss bestätigt werden. Damit wir mit dieser Zeremonie. Schreibfehler gefunden. Deshalb brauche ich die Hilfe von jemandem mit frischen Augen und klarem Verstand. Was mit den anderen Dorfbewohnern? Konnte von ihnen keiner helfen? Ach, weißt du, auf die Leute hier kann man sich nicht wirklich verlassen. Leute, du bist der Dorfvorsteher. Sie sind mit ihrem Alltag beschäftigt und glaub mir, sie haben hier wenig Antrieb. Mehr beizutragen als nötig. Lol. Aber so bin ich eigentlich auch als Dorfvorsteher. Es tut mir leid. Ich hätte auch gerne so eine geile Kette und so einen schönen Gürtel und so eine, was auch immer er da für eine Jacke trägt.
abgesehen davon fallen einem Außenstehenden sicherlich Dinge auf, die wir vielleicht übersehen würden. Ja, das verstehe ich. Ich bin mir sicher, du wirst nichts unversucht lassen. Diese Insel muss nach Antworten abgesucht werden. Ich muss herausfinden, was Müsli da vorhatte. Kann ich mich auf dich verlassen? Kann mich nach hinweisen? Ich sag mal immer. Immer! So. Werfe einen Blick auf die Lebensmittelbehälter neben dem Lager. Digga, hier gibt's aber auch. Ist aber auch viel. Wirf einen Blick hinein, um zu sehen, was sich unter den Deckeln versteckt. Einige der Behältnisse sind bereits dicht und sorgfältig mit spitzen Pfeilen und Bolzen gefällt. Wie es scheint, ist hier eine Aufgabe unvollendet. In manchen Fässern ist noch Platz. Du fragst dich, warum sich ein Fischer derart bewaffnen würde. Vielleicht hat er sich in letzter Zeit Feinde gemacht. Tritt beiseite. Oh, okay, okay. Das haben wir schon mal erledigt. Jetzt müssen wir die Lebensmittelbehälter untersuchen. Seltsame grüne Steine. Du stößt auf einen seltsam aussehenden Steine. Die meisten von ihnen würden in großen Körben gesammelt, aber einige liegen auch auf dem Holzsteg herum. Sieh dir einen von ihnen genauer an. Der Stein ist grün, fleckig und scharfkantig. Die sichtbaren Spuren einer Spitzhacke. Auf sichtbare Spuren. Ja, blablabla. Dass er in größeren Brocken abgeschlagen wurde. Keine der Felsen in der Nähe weisen dieselbe Farbe und Oberflächenstruktur auf. Die Steine müssen also woanders herkommen. Blablabla. Du nimmst an, dass es sich bei dem Fund um die Walsteine handelt, die Bonomir unterwegs erwähnt hat. In einige der Steine ist bereits etwas eingraviert worden. Sieht deutlich ein Fischsymbol. Boah, ist das schlecht übersetzt manchmal. Dem Durcheinander nach zu urteilen, hat jemand hier seine Arbeit unterbrochen und alles stehen und liegen lassen. Du bemerkst außerdem, dass es deutlich mehr Walsteine als Dorfbewohner gibt. Ja, verstehe. Ah, Ballmanipulation. Digga. Schweres Wort. Vor allem morgens um 9. Es tut mir leid. Jemand muss besessen davon gewesen sein, die perfekten Steine zu finden. Ja. Sieh dir die Stapel hinter dem Haus an. Holzhaufen. Hinter dem Haus des Fischers ist ein großer Holzhaufen. Feuerholz aufgeschichtet. Es ist vor allem ein Riesenstapel, ne? Also krass. Das reicht ja für das ganze Dorf. Selbst für den geistesabwesenden Menschen wäre das schwer zu übersehen. Mach eine grobe Schätzung, wie viel es sein könnte. Dir wird klar, dass es genug ist, um für den ganzen Winter zu halten. Wenn es nicht länger ist, Es sieht aus, als hätte sich Müsli da auf eine Art Belagerung vorbereitet. Das verwundert dich, denn das Dorf ist dafür bekannt, ein besonders ruhiger und friedlicher Ort zu sein. Weiter. Alles sieht danach aus, als hätte der Fischer befürchtet, auf seine Insel vom Rest der Welt abgeschnitten zu werden. Tritt beiseite. Wo sind denn die Lebensmittellager? Nahrungsvorräte. Ah, hier. Du merkst einen Haufen aus Bündeln, Körben und Paketen. Der Geruch, der davon ausgeht, ist so stark, dass er in der Nase brennt. Du fängst an, durch den Mund zu atmen, aber das macht keinen Unterschied. Und du kannst den furchtbaren Gestank nun auch noch auf der Zunge schmecken. Versuche dich auf den Geruch zu konzentrieren. Du atmest den Geruch ein, aber nach einer Weile gibst du auf. Es hat keinen Sinn, sich zu quälen. Die Behältnisse sind voller Essen, darunter getrocknetes Fleisch, Gemüse, Früchte und Fisch. Von letzterem gibt es am meisten, aber die Mehrheit ist bereits verdorben. Mir wird klar, dass diese Menge an Essen eine kleine Armee versorgen könnte, aber demnach hat alles... Aber jemand hat alles unbeaufsichtigt gelassen. Tritt beiseite. Okay, jetzt müssen wir mit ihm quatschen. Bist du fertig? Ich habe mich auf der Insel umgesehen. Und was hast du herausgefunden? Es scheint, als würde Müsli da überlebensnotwendige Vorräte sammeln. Dieser junge Mann war schon immer ein wenig seltsam. Er tendiert dazu, bis ans Äußerste zu gehen, wenn er eine neue Arbeit oder Beschäftigung gefunden hat. Dabei vergisst er alles um sich herum. Dieses Mal ist er zu weit gegangen. Es wirkt ja beinahe, als würde er erwarten, dass eine tödliche Seuche uns heimsucht.
Es mangelt uns nicht an Vorräten. Unsere Leute sind wohlgenährt und ihre Häuser immer warm. Wir verteilen Essen und Feuerholz unter allen. Ich weiß nicht, warum Müsli da sich entschieden haben könnte, diese Praxis aufzugeben. Ich habe gesehen, dass er eine ganze Menge von Waffen zusammengetragen hat. Das ist Unfug. Wir sind eine friedliche Gemeinde. Wir haben keinen Streit mit irgendjemandem. Außerdem gibt es bei uns nichts zu holen. Wir stellen nur das her, was, was wir auch verbrauchen. Warum sollen wir auch unnötig zusätzlich Aufwand betreiben? Ostroja ist für Plünderer nicht von Belang. Also bin ich überzeugt davon, dass wir hier sicher sind. Könnte das so ein bisschen so ein Hint sein auf das nächste Update? Wer weiß. Ich könnte sein seltsames Verhalten mit diesen grünen Steinen zu tun haben. Achso, ja. Ah, wieder diese verdammte Steine. Wer weiß, was in seinem Kopf vorging, als er uns seine eigenen Wahlsteine brachte. Wir müssten uns noch nie zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Warum etwas durcheinander bringen, das gut funktioniert? Ich habe von Leuten gehört, die nicht schlafen und arbeiten können, sogar jeden Appetit verloren haben, weil sie nicht entscheiden können, für wen sie abstimmen sollen. Okay, das ist alles, das ich herausgefunden habe. Es wundert mich nicht, dass er in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich muss die Harmonie in unserer Gemeinschaft, Alter, so viel habe ich noch nie gelesen in meinem Leben, wiederherstellen. Manche sind besorgt, dass etwas Schlimmes geschehen wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Bräuche und unsere Lebensweise hinterfragt werden. Ich habe sogar schon gehört, dass ich für Müsli Das Verschwinden verantwortlich sein soll. Angeblich hätte ich Angst davor, meinen Titel an ihn zu verlieren. Das ist Blödsinn. So etwas würde ich nie tun. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Sei vorsichtig, was du sagst. Kümmere dich nicht um die Gerüchte. Die Leute reden doch andauernd. Ja, ich nehme mal das Erste. Du hast recht, entschuldige, dass ich die Beherrschung verloren habe. Ich mache mir Sorgen, dass es angesichts der Umstände nicht jeder ehrlich zu mir sein wird. Dafür brauche ich deine Hilfe. Sprich mit Müsli Das Nachbarn. Wenn jemand etwas gesehen haben könnte, dann sie findet den Mann oder wenigstens irgendeine Spur von ihm. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich nichts. Keine Sorge, Lolomir. Ich werde mein Bestes tun, um zu helfen. Ich glaube, ich nehme das. Der Typ ist einfach schon 40. Stirbt er nicht bald? Sprich mit Sizyr. Was zur Hölle? Die haben auch wilde Namen, ey. So, jetzt haben wir hier den nächsten Kandidaten, mit dem wir sprechen sollen. Das ist der Fischerhändler. Er ist auch 40. Was ist denn mit euch los hier? Stirbt ihr bald alle? Ich habe mich gefragt, ob du etwas über Müsli Das Verschwinden weißt. Ist dir irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Ah ja, der Fischer hat sich in letzter Zeit etwas seltsam verhalten. Er ist dafür bekannt, dass er sich in seine Arbeit vertieft und das Beste aus ihr herausholt. Wie mit seinem Fischen. Einmal entschied er sich als Baumeister zu versuchen und errichtete ein Lagerhaus auf der Insel. Dann versuchte er sein kleines Stück Land zu bebauen. Die Sache ist, dass er seine Aktivitäten immer auf sein kleines Eiland beschränkt hielt. Du musst wissen, Müsli Das Leben lebt sehr zurückgezogen. Also war ich überrascht, dass er damit anfing, seinen Rückzugsort und sogar das Dorf für längere Zeit zu verlassen. Er brachte verschiedene Vorräte mit nach Hause, fing an, alles zu horten. Ich habe ganze Haufen von Materialien gesehen. Das ist viel zu tragen. Frosch im Hals. Es fing an, kurz bevor er seinen Namen für die Wahl vorschlug. Nachdem sich die erste Schreck auf die Aufregung gelegt hatten, gewann Müsli da Anhänger. Das wundert mich nicht. Jeder, der in diesem trägen und faulen Dorf etwas vorschlägt, findet sofort Aufmerksamkeit und Anerkennung. Tu nichts, wenn jemand anderes es für dich tun könnte. So lebt man hier. Ich glaube, wenn er zurückkommt, hat er eine Chance, mit seinem Fleiß zu punkten. Ich weiß nicht viel, weil ich meinen Steg selten verlasse, aber Müsli da kommt oft vorbei. Normalerweise verschwindet er dann zwischen Lulumirs Haus und der Brücke. Er könnte nach Süden gegangen sein. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Mach's gut. Sprich mit Mironiga. Alter, das ist wieder eine Quest, Alter. Ich habe mir wirklich die schlechteste Quest ausgesucht, um plötzlich meine Meinung zu ändern, zu Quests vorlesen.
Ich untersuche Müsli das Verschwinden. Ist dir etwas Seltsames an deinem Nachbarn aufgefallen? Von diesem Verrückten will ich gar nicht erst anfangen. Müsli da schlechten Einfluss? Ist es zu verdanken, dass mein Mann Knifko den Verstand verloren hat? Er und dein verschollener Fischer waren nicht gerade die besten Freunde, aber als Lagerverwalter unterhielt sich mein Mann ihn hin und wieder. Unterhielt sich mein Mann hin und wieder mit ihm. Weißt du, über was sie sich unterhalten haben? Seit dieser Fischer damit angefangen hat, sich so seltsam zu benehmen, hat Knifko, Alter, geiler Name, immer wieder von einer angeblichen Bedrohung durch Räuber angefangen. Er ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Oh, mir fehlen die Zeiten, als mein Mann kein Schwätzer und kein kühner Denker war. Er ist so anstrengend geworden, dass ich seine Gesellschaft kaum noch ertrage. Bitte erwähne, dass ihm gegenüber unter keinen Umständen, er hat sich gerade wieder etwas beruhigt. Ich weiß nicht, wo Müsli da ist, aber wir haben am südlichen Fluss grüne Steine gefunden. Vielleicht könntest du da mit der Suche anfangen. Danke für den Hinweis. Okay, folge dem Fluss. Fluss aufwärts, um Müsli da zu finden. Den Fluss? Welchen Fluss? Ich denke mal, den Fluss, der hier landinwärts geht, ne? Es ist vor allem auch wieder nachts. Geil. Aber ich könnte mir eine Fackel craften. Ich glaube, das macht Sinn. Bevor ich jetzt hier im Dunkeln anfange, den Typen zu suchen. Ach, lol. Da vorne wird mir ja angezeigt, wo der ist. Und es ist am Arsch der Welt. Es ist so sehr weg, dass auf der Karte nur so angedeutet ist, wo das ist. Da unten. Seht ihr das? Da so? Da? Das ist das halbe Ausrufezeichen. Weg einfach. 250 Meter. Und ich dachte, ich finde ihn gleich hier vorne irgendwo. Ich habe schon geguckt die ganze Zeit. Übersehe ich ihn. Blablabla. Hätte er hier ewig laufen können. Schön. Oh. Gegner. Gesetzloser. Aha, ist das ein Hinweis darauf, dass, der hier irgendwo festgehalten wird. Oh, ich habe einen Langbogen bekommen von dem. Das ist nice. Aber erstmal werde ich mir was zu essen reinpfeifen, weil ich habe Hunger. Erstmal einen Käse. Zack, einen ganzen Käse. Bah. So. Langbogen. Geil. Zwei Langbogen schon. Ein bisschen Leder. Also er hat auf jeden Fall gewildert, der Boy. Bronzefeil, 10 Stück. Ja, easy peasy, ist ja super Loot hier. Krass, Quest hat sich schon gelohnt. Ich weiß nicht, ob das Quest-Gegenstand war. Aber wenn ja, hat es sich gelohnt. Da ist jetzt der jetzt hier unten? Da vorne brennt ein Feuer. Hä? Sitzt der hier mit einem Wildschwein, einem Wolf und einem Wiesent? Da vorne ist ein Bär. Hä? Was ist das für eine krasse Quest? Was für ein Tier bist du? Wie bitte? Ich bin doch eindeutig kein Tier. Ich könnte auch sagen, eine Ente. Ich sag eine Ente. Oh nein, 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 nein. Ich rede nicht mit dir. Enten sind Lügner und Diebe. Und ich falle nicht wieder drauf herein. Warte einen Moment. Ich suche nach einem Fischer namens Müsli da. Ey, nicht, dass der jetzt die Tiere auf mich hetzt. Müsli da? Ja, ich glaube, so nannte man meine fleischliche Existenz einst. Was willst du von mir? Die anderen Dorfbewohner suchen nach dir. Ohne dich kann die Wahl nicht stattfinden. Ich habe sie nicht vergessen. Ich bereite mich fortlaufend darauf vor. Siehst du das nicht? Ich erbitte um die Hilfe meiner Vorväter.
Sie sprechen zu mir durch den Wind und die Blätter durchschnauzen. Was? Durchschnauzen und Mäuler. Schicksal verbindet uns alle. Hier nimm ein paar Brombeeren und hör zu, durch sie werden die Stimmen lauter. Das sind keine Brombeeren, es sind Tollkirschen, sie sind giftig. Unsinn, sieh doch meine wellige Familie an. Fällige Familie an. Die wellige Familie, lol. Siehst du nicht, wie ruhig und glücklich sie sind? Sehen sie für dich etwa vergiftet aus? Nein, das tun sie nicht. Es ist die magische Liebe unserer Vorfahren, die durch unsere Adern fließt. Aber sie sind nicht ruhig und glücklich, sie sind krank und benommen. Beende diesen Wahnsinn. Komm mit mir zurück ins Dorf. Nein, das wird nicht passieren, solange sich die Monster dort herumtreiben. Ich habe es nicht unbemerkt an ihm vorbeigeschafft. Ihre Augen leuchteten in der Dunkelheit und ich... Und ihre kreischendes Lachen ließ die Felsen bröckeln. Selbst mit geschlossenen Augen sehe ich sie noch vor mir. Oh, wie sehr ich wünschte, sie würden verschwinden. Meine Güte, ich werde dafür sorgen, dass der Weg frei ist. Dann kommst du mit mir. Das ist töricht, du kommst nicht zurück, aber ich werde ein paar Beeren zu deinem Begräbnis mitbringen. Digga, was ist hier los? Was? An was bin ich jetzt gestorben oder gestürzt? Hä? Ich wollte gerade einen Screenshot machen fürs Thumbnail. Digga, ist der verrückt, ey. Was soll ich jetzt? Sorge dafür, dass der Weg nach Ostoria frei ist. Ja, mache ich halt, aber... Weißt du, wieder die erste Nacht seit langem? In der ich einfach hier die Nacht über, also die Nacht über wach bin, ne? Sonst penne ich ja immer. Aber wo sollen denn hier Monster sein? Die da? Sei gegrüßt, ein reiches Jagdgebiet, du musst kaum zielen, das Wild springt dir nur so vor die Pfeile. Okay. Er hat hier eine Quest für mich. Ach nee, der ist Bestandteil der Quest. Ach so. Du stammst für ein Wiesel. Sei nicht so laut. Du verscheuchst alle Tiere. Es gibt eine Angelegenheit, über die ich mit dir und deiner Gruppe sprechen möchte. Gibt es ein Problem? Könntet ihr eure Lager verlegen? Mein Freund, der hier in der Nähe lebt, befürchtet sich vor euch. Und warum sollten wir dir helfen, Fremder? Sag nicht, du bist im Auftrag dieses verrückten Einsiedlers hier. Was hat er dir angeboten? Wahrsagerei aus Fischinnereien? Lass mal gut sein, uns gefällt's hier und wir bleiben hier. Wie wäre es mit ein paar Münzen? Reicht das, damit er ein Stückchen weiterzieht? 100 Münzen geben? Die Gefährten des Einsiedlers, wie du ihn nennst, werden langsam etwas unruhig. Ich würde versuchen, sie nicht zu verärgern, wenn ich an eurer Stelle wäre. Also ich versuche natürlich, ohne Geld hier durchzukommen. Was? Meinst du, diese Biester am Wasserfall? Sie sind anders als alle, die ich je gesehen habe. Das ist nicht normal. Wilde Tiere sollten Angst vor Menschen haben. Sie müssen krank sein oder so. Sag deinem Tierflüsterer, dass wir gleich weg sind. Ich will damit nichts zu tun haben. Eine weise Entscheidung. Okay, jetzt muss ich zurück zu ihm. Digga, diese Quest ist schon wieder anders wild. Und vor allem für 300 Dynastie, was ich hier alles tun muss. Du bist nur ein Stück zurück. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wegen der Jäger. Ich meine den Monstern jetzt nicht mehr. Okay. Mein Weg zurück ins Dorf ist wieder frei. Vielen Dank. Gütiger Geist. Jetzt gib mir einen Moment. Ich muss herausfinden, was als nächstes zu tun ist. Es ist anders als sonst. Was machst du? Deine Nachbarn erwarten dich zurück ins Dorf. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen. Ich brauche mehr Zeit. Wen meinst du? Hier ist niemand außer uns. Die Geister des Wasserfalls sprechen manchmal in Rätseln. Haben sie diese Siedlung wirklich gegründet, um Ausgestoßenen zu helfen? Oder waren sie selbst solche? Ich brauche mehr Antworten. Ich muss die Beweggründe meiner Vorfahren kennen. Wo sind meine Beeren, wenn ich sie brauche? Ich habe dir doch gesagt, dass es keine Beeren sind. Ach, in diesem Zustand bist du mir keine Hilfe. Ich muss einen Weg finden, dich zu entgiften.
Jetzt sollen wir ein Gegengift... Ach, Digga. Jetzt soll ich ein Gegengift besorgen für den. Mach ich mal. Also, ja. Mach ich. Die Folge geht eigentlich schon viel zu lang. Ich mach mal einen Cut und bin dann wieder hier, wenn ich das Gegengift hab. Ne? Bis dann. Hä? Ich hab einen Bug gefunden, Leute. Kann nicht mal vom Pferd absteigen. Und das... Das Dings funktioniert auch nicht so wirklich. Oben der Kompass. Guck mal, ob vielleicht, wenn ich handle, ob dann vielleicht das irgendwie sich wieder zurückregelt. So, die Kräutertante. Ich kann auch mit niemandem sprechen. Okay, ich mach mal kurz Save und lade es neu. Ah, jetzt, das sieht doch schon besser aus. Jetzt kann ich auch wieder absteigen. Schön. So, zeig mir deine Ware bitte. Ich brauche einen Entgiftungstrank, ja. Ach, es gibt einen Entgiftungstrank? Den ich eben gekauft habe. Ein Trank wird von Kräutertisch, bla bla bla, kann getrunken werden. Minus 2 Vergiftung. Vergiftung ist nicht länger tödlich. Oder es gibt ein Gegengift, das einfach minus 20 Vergiftung macht. Warum gibt es 2 verschiedene Gegengifte? Also, versteht ihr, was ich meine? Komisch. Ich habe natürlich instinktiv das Falsche gekauft. Deswegen musste ich 2-mal kaufen. Wer nicht liest, kauft 2-mal. Oh Leute, ich habe mich gerade gefragt, was ist das hier für eine Siedlung? Hä? Was ist das für eine Siedlung? Habe ich auf die Karte geguckt? Ist es meine eigene? Manchmal bin ich ein bisschen durch. So. Eigentlich bräuchten wir noch Gegengifte für die ganzen Tiere hier. Björn, nimm etwas davon, das sollte dir dabei helfen. Und die Antwort auf deine Fragen zu finden, vertrau mir. Prächtig. Wo hast du dieses Wundermittel gefunden? Warum schmeckt es so widerlich? Bäh, willst du mich vergiften? Warte. Ja, bist du noch gleich? Entspann dich, ich will nichts Böses. Ich wurde darum gebeten, dich ausfindig zu machen. Ausfindig zu machen? Wie viel Zeit ist vergangen? Genug, um in Nostoria als vermisst zu gelten. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Der Wasserfall ist schon laut, ne? Eines Tages entschied ich, weiter oben am Fluss zu fischen zu gehen, wurde von einer Räuberbande angegriffen, das war so nah an unserem Dorf. Ich schaffte es, in die nächste Höhle zu fliehen und die führte mich zu diesem Unterschlupf und dem Wasserfall. Hier war ich vor diesen Angreifern sicher und ich fand noch etwas anderes. Es gefiel mir hier. Es sind nur ein paar Felsen und trübe Pfützen. Es gibt leckere Fische und das beruhigende Plätschern des Wassers. Und diese seltsamen Bären. Plötzlich begann die Natur mit Stimmen meiner Vorfahren mit mir zu sprechen. Ich saß und hörte zu, bis sie eines Tages sagten, ich soll einen Spaziergang machen. Sie führten mich zu dieser Höhle, die mein Leben gerettet hatte. Dort fand ich diese interessanten grünen Steine. Das muss ein Zeichen sein. Die Stimmen sagten mir, ich soll an der kommenden Wahl teilnehmen. Die Wahl. Hat die Wahl schon stattgefunden? Ich bin mir nicht sicher. Du packst besser zusammen und machst dich auf den Weg nach Hause. Ich habe fast alles verdorben. Ostoria braucht mich. Alle dort denken gar nicht daran, dass wir überfallen werden könnten. Das will ich ändern. Dazu bin ich verpflichtet. Immerhin waren es meine Vorfahren, die das erste Haus in der Siedlung gebaut haben. Lass die Vergangenheit ruhen, konzentriere dich auf das hier und jetzt. Ja, es war eine nicht enden wollende Spirale in Richtung meines Endes. Die Stimmen halfen mir, meine Geschichte zu ergründen. Es tut gut, dich wieder auf den richtigen Weg zu sehen. Lass den Zeremonienmeister oder wen auch immer es betrifft, dass ich sag... Was? Lass den Zeremonienmeister... Okay. Gut, machen wir das. Ich hoffe, dass diese Quest jetzt bald mal fertig ist. Sei gegrüßt. Ich habe den vermissten Fischer gefunden. Er sollte bald ins Dorf zurückkehren. Also er lebt noch? Das ist unerwartet. Wenn ich ehrlich bin,
Aber warum ist er dann nicht hier? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe das Gefühl, dieser Scharlatan versucht, uns alles fortzuführen. Ich könnte wetten, dass er von Anfang an so geplant hat. Erst Aufsehen erregen, dann verschwinden, um noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wo hast du ihn gefunden? Er holt sich im Haus des Baders. Räuber haben ihn überfallen und jetzt braucht er die Hilfe eines Heilers. Achso, ich könnte jetzt sehr viele Antworten geben. Das ist die Wahrheit hier, ne? Dass er neben sich stand und Tollkirschen gegessen hat. Er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um über die wachsende Bedrohung durch Gesetzlose nachzudenken. Er wird bald wieder zurückkommen. Ja. Das ist ja auch die Wahrheit, aber nicht ganz so strange. Er sollte es vermeiden, sie zu provozieren. Wir wollen hier keine Probleme. Sicher, manche von uns haben eine fragwürdige Vergangenheit und in Nostoya wird niemand für sein früheres Leben verurteilt, aber jede Form von Gewalt ist streng verboten. Und so können wir uns auch nicht wirklich dagegen zur Wehr setzen. Was deine Hilfe angeht, vielen Dank. Du hast gute Arbeit geleistet. Komm wieder, wenn die Wahl beginnt. Bis dahin gibt es eine Menge vorzubereiten. Mach's gut und achte auf dich. Warte zur nächsten Jahreszeit. Okay, machen wir. Aber ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Eine verrückte Folge. Ich habe noch nie so viel gelesen in meinem Leben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und ein Follow wäre auch nicht schlecht. Oder ein Abo heißt es auf YouTube, ne? Ein Abo. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.